Du hast ja vorher gesagt, Deutschland sucht einen Superstar, die Castingshow, die du mitgemacht hast. Du, wenn du zurückschaust, haltest du nicht mehr ganz so viel von dieser oder von generell Castingshows. Wie hast du das gemeint und wie bist du auf den Schluss gekommen? Ja, ich glaube, es hat nicht unbedingt etwas mit der Castingshow selber zu tun, also mit der, sondern es ist so ein bisschen allgemein. Ich glaube, es hat sich ein bisschen zu tot gelaufen. Man hat einfach zu viel jetzt gehabt, die dort rauskommen aus diesem Format. Vielleicht bin ich auch einer zu viel gewesen. Ja, es ist halt einfach so, oder? Und irgendwie hat man es ein bisschen gesehen und es ist nichts mehr Neues. Und irgendwie sollte es mal etwas Neues jetzt geben, finde ich. Und es macht natürlich auch viele Musiker, die wirklich eben sehr einen langen, harten Weg halt, hinter sich haben, ja, das Ganze auch ein bisschen kaputt. Und das habe ich auch erst im Nachhinein eigentlich ja, festgestellt, als ich halt selber ein bisschen ins echte Business reinkomme. Mhm. Wie meinst du mit dem kaputt machen? Also, dass quasi die Castingstars denen etwas kaputt machen, die schon lange dabei sind, so, wie sie sich schnell überholen? Ja, das Krasse ist halt, ich habe jetzt wirklich das Jahr nicht geschaut, aber ich habe im Finale schnell müssen einschalten und schauen, wie die Show aussieht, was mich einfach interessiert. Und es ist einfach krass, am nächsten Tag ist echt der Typ, der gewonnen hat, iTunes, überall Platz 1, oder? Und du denkst so, Mann, wow, über Nacht irgendwie einfach, ja, überall bekannt, ob jetzt die Musik gut ist oder nicht, sei dahingestellt, wollte ich nicht bewerten, oder? Aber es ist einfach so, man, andere arbeiten einfach mega lang dafür, oder? Und das merke ich jetzt auch 4 Jahre später. Es ist wirklich eine harte Bütze, offen nach so einer Sendung eben noch dran zu sein und Musik zu machen. Und ich bin froh, dass ich das jetzt auch irgendwie erleben.